Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 287 am Donnerstag, den 14. September 2023. Es ist 23.30 Uhr und wir haben noch 4 Grad. Nee, es springt gerade um auf 3,9 Grad Außentemperatur. Meine Herren, echt kalt geworden und auch der Tag war wieder kalt. In der Sonne war es ein bisschen wärmer natürlich. Also der Tag war super sonnig, das auf jeden Fall. Aber halt echt kalt und ich habe heute Morgen das erste Mal wieder so richtig viel Kondenswasser an den Scheiben gehabt. Das ja ist ja normal, dass sich das Wasser dann halt an der kältesten Stelle so irgendwo absetzt von nachts. Und ich habe gestern Abend noch Nudeln abgekocht. Davon ja war das Wasser natürlich dann auch irgendwie noch, hing noch im Wohnmobil, weil ich danach nicht mehr lüften konnte oder wollte, weil es eben auch schon kalt war. Ja, und dann hatte ich gestern Abend, nachdem ich den Podlog aufgenommen habe, wieder tierisches Glück mit Nordlichtern und ich bin mit Julian nochmal rausgefahren und wir haben richtig krasse Bilder gemacht, also richtig toll. Allerdings sind sie nach wie vor mit dem bloßen Auge nicht so farblich intensiv, wie ich das von 2020 kenne. Also es ist eher so grauschleierig, so ein ganz leichtes Grün war gestern zu erkennen. Aber auf den Bildern ist es fantastisch. Und ich habe gestern zum allerersten Mal Videos machen können von den Nordlichtern. Und da bin ich richtig happy damit, dass mein neues Handy das kann. Mit meinem alten Handy 2020 ging das nämlich nicht. Aber das neue Handy kann, wenn die Nordlichter stark genug sind, kann es das erkennen. Und man sieht die da auf diesen Videos tatsächlich auch tanzen. Ja, ich muss das dringend mal bei Instagram hochladen, damit ihr da auch was davon habt und nicht nur hier im Podlog davon hört. Aber ich sag's euch, also ihr werdet die Bilder ja dann irgendwie sehen die nächsten Tage. Richtig krasse Aufnahmen sind da dabei, ganz tolle Bewegungen. Und es ist einfach fantastisch, dass ich diese Nordlichter jetzt schon mehrere Tage sehen darf. Und ja, bin da sehr dankbar und vor allen Dingen Julian sehr dankbar, dass er mich immer wieder mitnimmt und mit mir rausfährt. Also er ist dann noch zu zwei anderen Orten gefahren, wo wir noch Wasseraufnahmen gemacht haben mit Nordlichterspiegelungen drin. Da muss ich noch ein bisschen an den Einstellungen feilen tatsächlich. Und ich habe gestern Abend auch leider festgestellt, dass ich bei vielen Nordlichteraufnahmen in der Mitte wie so Kreise habe. Ich werde jetzt noch mal Kontakt aufnehmen mit dem Kanal Nachtlichter, der lieben Katja. Ich weiß nicht, ob sie meinen Podlog hört. Auf jeden Fall macht die ganz tolle Nachtlichteraufnahmen eben, unter anderem auch von Nordlichtern. Und die will ich nochmal nach dem einen oder anderen Tipp fragen, vielleicht auch nochmal auf ihrem Blog gucken. Also guckt da auch gerne vorbei, ein ganz toller Account von Katja Seidel, die Nachtlichter. Also ohne die Nachtlichter heißt der Account, glaube ich. Findet ihr auf jeden Fall. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie es die nächsten Tage ist. Morgen soll der KP-Index nochmal hoch sein und die Bewölkung auch niedrig, so wie heute auch. Heute Abend haben wir auch nochmal ein paar Bilder gemacht, aber durch das es echt so bissig kalt ist heute, macht das nicht viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Gestern Abend ging das, nach einer guten Stunde war ich dann aber auch ja, froh, wieder im Wohnmobil zu sein, im Warmen. Mal gucken, was dann die nächsten Tage passiert. Dir wünsche ich jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.